Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, es kam wieder Fanpost. An dieser Stelle großes Dankeschön an meinen Zuschauer Freddy. Freddy dürftet ihr ja mittlerweile auch hier auf dem Kanal mehr als gut kennen. Freddy hat mich mal wieder mit einer richtig schönen McFarlane Toys Figur versorgt, die mich hier auf dem ersten Blick schon sehr glücklich macht. Denn ihr wisst ja, ich bin großer Batman-Fan und Batman ist mein Nummer 1 DC-Held. Und er hat mir hier natürlich von McFarlane Toys aus der DC-Multiverse-Reihe einen weiteren Batman geschickt. Schaut ihn euch an, einfach genial. Er kommt natürlich in der typischen McFarlane Toys-Verpackung, ne? Dieses typische Schwarz-Weiß. Wir haben hier oben das Ganze ab 12 Jahren aufwärts und dann natürlich hier unten der DC-Multiverse-Schriftzug und darunter einfach nur Batman. Eigentlich müsste hier stehen Arkham Knight Batman, denn das ist der Batman aus dem letzten Rockstar-Game und ich muss sagen, der sieht als Figur hier schon wirklich sehr, sehr nice aus. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, hier auf der Seite steht hier natürlich auch nochmal Batman Arkham Knight, jetzt richtig groß drauf. Und natürlich auch hier nochmal der Schriftzug von Batman Arkham Knight. Das Ganze haben wir natürlich hier auf der Seite nicht, denn da steht nur DC Multiverse. Aber auf der Rückseite gibt es wieder ein bisschen was zu sehen. Und zwar wie gewohnt von McFarlane Toys nicht ein Blick direkt auf die Figur, sondern eher ein Artwork aus dem jeweiligen Spiel, TV, Film oder Serie. Na, und in dem Fall haben wir jetzt hier natürlich den Batman und ich denke mal auch, das wird dann auch die Collector's Card sein, die sich in dieser Verpackung befindet. Wir haben weiter unten natürlich noch andere coole Figuren, unter anderem ist hier auch noch Doomsday. Oh mein Gott, wie genial! Also wirklich einiges für euch Batman-Fans da unten, was ihr von McFarlane Toys euch noch in die Sammlung holen könnt. Und vielleicht zeigen wir in Zukunft noch das ein oder andere. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt erstmal den Arkham Knight Batman genauer angucken. Und da haben wir ihn, den dunklen Ritter, den Dark Knight. Oh mein Gott, wieder eine schöne Figur von McFarlane Toys. Freddy, du musst das nicht tun, aber ich danke dir auf jeden Fall und ich bin immer wieder glücklich, wenn du mir was von McFarlane Toys rüberschickst, damit wir uns das natürlich auch alle gemeinsam ein bisschen angucken können. Und ich muss sagen, hier der Arkham Knight Batman, der ist nochmal eine Nummer besser als der Arkham Asylum Batman. Und da merkt man natürlich auch, dass McFarlane Toys immer besser wird, was auch gerade die Optik ihrer Figuren anbelangt. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan der Mortal Kombat Reihe, ne? Aber auch hier, was DC Comics jetzt hier für Figuren kriegt, das ist einfach wirklich unglaublich gut gemacht. Es gibt einen kleinen Punkt, den ich mir tatsächlich für die Zukunft dieser Figuren wünschen würde. Und zwar gerade bei Batman- oder Superman-Figuren der Umhang. Der Umhang sieht natürlich super cool aus. Schaut euch das mal an. Also wirklich ein nices Sculpting. Ne, das sieht alles wirklich sehr, sehr cool aus. Aber es ist halt nicht so ganz flexibel. Also man kann mit diesem Umhang nicht wirklich viel machen. Wäre vielleicht auch mal cool, wenn McFarlane Toys in Zukunft irgendwas mit einem Stoffumhang machen würde. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir gerne natürlich mal in die Kommentare reinschreiben. Was würdet ihr besser finden, wenn wir jetzt bei dem Kunststoff umhängen bleiben? Oder halt, ob wir wirklich mal was in Stoff haben, damit wir hier auch vielleicht noch ein bisschen was machen können. Eventuell sogar mit einem kleinen Draht drin. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern das jetzt natürlich dann aufwendig ist für die Produktion. Optisch sieht das hier natürlich um einiges besser aus. Da bin ich ehrlich zu euch, ne? Aber wirklich sehr, sehr nice gemacht. Lasst uns mal genauer gucken, wie Batmans Gesicht hier umgesetzt wurde. Denn auch da sehe ich definitiv eine Verbesserung, denn das gefällt mir auch sehr gut und wurde hier definitiv auch sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Ne? Schaut euch das mal an. Allein der Paint Job im Gesicht und alles, da bin ich sehr zufrieden mit, wenn ich das so sehe. Auch so der Mund und alles. Die Augen, die gucken so ein bisschen seitlich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einigermaßen für euch reinbringen kann, weil er guckt so ein bisschen, das ist ungefähr die Position, wo er jetzt gerade guckt. Ne? Aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus und die Augen wirken hier auch nicht mehr so krass cartoonisch. Na, das war ja das, was ich bei den allerersten McFarlane Toys Figuren generell immer so ein bisschen bemängelt habe. Das sieht wirklich jetzt echt richtig gut aus. Wenn ihr euch diesen Batman selber zulegen wollt, dann passt auf jeden Fall natürlich hier mit seinen Ohren auf, ne? Weil die sind wirklich sehr lang, sehr spitz, sind zwar flexibel, ne? Aber es kann natürlich immer mal sein, dass da irgendwas dran passiert, wenn ihr den irgendwie fallen lasst oder ich habe keine Ahnung. Na, ihr wisst ja, also ein bisschen vorsichtig hier auf jeden Fall mit den Ohren. Die Details selbst hier an diesem Batman, gerade hier an der Cowl, die passen wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, zum Spiel selbst. Na, das haben sie schön umgesetzt. Natürlich ist es hier ein bisschen detailarmer, da waren das so ein paar kleine technische Sachen, aber das sieht einfach hier auf der Figurengröße sehr gut aus. Natürlich aber auch hier, wenn wir uns das mal genauer angucken, vorne ist natürlich jetzt seine Brustpanzerung, das waren ja richtig Panzerplatten, die er jetzt hier hatte, ne? Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, hier mit dem Batman-Logo drauf, ne? In diesem Fall ist es alles mehr so in wirklich grau-schwarz gehalten, also wirklich Dark Knight-Style, was mir wirklich sehr gut zusagt hier, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit, genauso wie an den Armen sehen wir hier zum Beispiel auch noch diese Armschützer und alles, die sind später sehr interessant wegen der Beweglichkeit, da hat nämlich McFarlane Toys auch gut mitgearbeitet. Was ein bisschen auffällt, das sehe ich jetzt gerade, sind hier tatsächlich seine Armschützer selbst.
die drei Spikes, die hier sind, die wurden hier jetzt so ein bisschen eingedrückt, aber auch wirklich sehr minimalistisch dargestellt. Seht ihr das? Normalerweise müssten die wirklich sehr lang und sehr spitz sein. Da hat sich McFarlane Toys wahrscheinlich gedacht, aus vorsichtshalberlichen Gründen, was für eine Wortwahl, wird das Ganze ein bisschen abgeschwächt. Ist aber auch okay, muss ich sagen. Ne? Dann bleibt ihr da nicht dran hängen oder sowas. Bei den anderen Batman-Figuren von McFarlane Toys kann es ja halt mal passieren. Ich habe mich selbst daran mal gepiekst. Ne? Ist okay, aber optisch ist es trotzdem wirklich gar nicht schlecht. Das geht so weit. Ne? Also wirklich, der gesamte technische Anzug hier, der wurde wirklich sehr gut umgesetzt. Natürlich auch der Gürtel, ne, den seht ihr ja, der sticht natürlich jetzt wirklich sehr hervor. Der Gürtel selbst hier in diesem schönen Goldton, er ist hier und da ein bisschen schief, weil er sich halt in der Verpackung verbogen hat, denn er ist aus einem eher gummiartigen Material und ist zusammengesetzt hier mit, ich sag jetzt einfach mal, mit seiner Hose. Denn er hat hier so eine Art Shorts an. Also der Gürtel und auch dieser ganze Part, das ist ein Teil. Ne, wenn wir auf die Rückseite gehen, dann mache ich mal kurz den Umhang hoch, da seht ihr auch da nochmal die Details. Da seht ihr auch das hier, das ist alles ein Teil, damit wir auch später mit der Beweglichkeit ein bisschen besser klarkommen. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ne, auch die Beine hier, alles sehr natürlich schön in diesem Grau-Schwarz, aber auch die ganzen technischen Details, die könnt ihr natürlich dran erkennen, natürlich auch hier an den Stiefeln. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und auch hier, ne, um Batman mal kurz beiseite zu packen, haben wir natürlich wieder die typische kleine Displayplatte, ne, den kleinen Standy hier von McFarlane Toys. Sowas reicht mir immer völlig aus. Es muss nicht irgendwie ein sehr opulent großer Standy sein. Hauptsache, die Figuren stehen auf diesen Platten sehr gut und die sind halt typisch für McFarlane Toys. Hier ist es jetzt aber wirklich noch schlichter gehalten, denn hier ist nur ja in einem Klarlackdruck halt nur noch DC halt drauf gedruckt. Ne? Und das sehen wir halt auch nur, wenn wir die Platte so ein bisschen hin und her bewegen. Ne? Da erkennt ihr das. Aber wie gesagt, es reicht mir völlig aus. Ne? Mehr brauche ich hierfür auch nicht. Der gute Batman kommt jetzt natürlich noch mit drei kleinen Accessories daher. Unter anderem natürlich hier mit seinem Batarang. Den könnt ihr ihm jetzt halt links und rechts in die Hand drücken. Ne, hält er eigentlich auch ganz gut. Leider, liebe Leute, gibt es hier keine austauschbaren Hände. Aber ich denke mal, so diese Standard-Greifhände, die McFarlane Toys hier beigepackt hat, die sich an der Figur befinden, die reichen aus, um alle Accessories, die hier mit in der Verpackung sind, eigentlich perfekt halten zu können. Ne, also da bin ich relativ zufrieden mit. Der Batarang, genauso wie die ganzen anderen Accessories, die mit dabei sind, sind relativ simpel gehalten. Hier in diesem normalen Schwarzton, ne, Plastik-Schwarz. Drauf könnt ihr aber nochmal sehen, es ist in Weiß nochmal ein kleines Batman-Symbol halt drauf gedruckt. Ne, das ist dann halt beidseitig. Mehr erwartet dann da aber auch bitte nicht. Reicht aber völlig aus. Für die Figur alles schön in Schwarz gehalten. Da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Tja, und ansonsten gibt es natürlich jetzt hier noch eine kleinere, größere Wumme, die euch auf jeden Fall aus dem Spiel bekannt vorkommen dürfte. Nämlich sein, ich sag jetzt mal, Elektrogewehr, mit dem ihr halt elektrische Ladungen verschießen konnte, um verschiedene Türen halt zu öffnen oder auch halt Gegner unter Strom zu legen. Auch das Ding ist mit dabei. Und ihr seht ja auch, kann er auch perfekt halten. Ne? Passt allerdings ein bisschen auf, wie gesagt, mit den Fingern hier an den Händen. Die müsst ihr ein bisschen halt auseinanderbiegen, ganz vorsichtig, damit ihr dann halt auch hier wirklich ja diese Pistole, dieses Gewehr, Pistole ist ja keine Pistole, das wäre, glaube ich, die größte Pistole der Welt, damit ihr ihm halt dieses Elektrogewehr halt perfekt in die Hand drücken könnt. Und auch hier müsst ihr natürlich ein bisschen drauf achten. Ihr seht das ja, hier wird natürlich auch der Zeigefinger halt nochmal hier in den Abzug halt reingedrückt. Na, also da ein bisschen vorsichtig, aber ich denke mal, das geht schon soweit klar. Von den Details her ist das gute Stück natürlich jetzt, wie gesagt, auch hier wie der Batarang eher in diesem Plastik schwarz gehalten. Ne? Ich weiß nicht, ob da wirklich ein kleiner Drybrush drauf ist, aber es sieht so aus, als wäre das einfach nur normal geblieben. Ne? Aber auch da bin ich ehrlich zu euch. Das reicht völlig aus für so eine Batman-Figur. Ne? Gerade alles in Schwarz, das sieht einfach cool aus. Auch die Details, muss ich sagen, sind okay. Ne? Die Waffe hat sich ein bisschen verzogen. Ne? Ich weiß nicht, seht ihr das? Sie ist ein bisschen krumm, ne? Aber es geht. Ich habe schon Schlimmeres auf jeden Fall gesehen. Also auch da von den Details her bin ich doch wirklich jetzt sehr zufrieden mit auf jeden Fall. Es passt zu dieser Figur. Und ja, zu guter Letzt gibt es noch ein kleines, recht explosives Accessory. Denn wer kennt es nicht, eine Wand versperrt euch den Weg und ihr habt keine andere Möglichkeit, als euch den Weg frei zu sprengen. In den Arkham-Spielen gab es das natürlich immer wieder mal gerne, ne, das sogenannte Explosivgel. Und dieses Explosivgel, also halt die Vorrichtung dafür, das ist jetzt hier auch mit dabei. Schaut mal, auch das ist meiner Ansicht nach wirklich gut umgesetzt. Also gerade hier von den Details her passt mir das und ist natürlich aber auch leider nur in diesem Plastik schwarz gehalten. Was aber auch meiner Ansicht nach völlig klar
jetzt schaut mal, ne? Also das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hier ist die Kartusche für das Gel und hier vorne ist dann halt so gesehen ja der Spritzkopf, womit dann halt das Gel aufgetragen wird. Dann kann Batman das Ganze halt separat halt zünden, ne, wenn er in Entfernung ist und dann ja geht's los, ne? Kann er seine Gegner überraschen oder sich halt den Weg frei machen. Finde ich gut, dass diese Accessories mit dabei sind. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Das gefällt mir. Aber das war's dann auch schon. Ansonsten, wie vorhin schon angesprochen, ist hier noch die Collector's Card mit dabei. Und da seht ihr, da ist das Artwork von der Rückseite mit drauf. Batman Arkham Knight. Auf der Rückseite, wie immer, gibt es hier natürlich eine kleine Bio. Aber ich denke mal, jeder von euch weiß, wer Batman ist. Außer, dass hier natürlich noch draufsteht, dass die Figur aus Batman Arkham Knight im Videospiel ist. Und mein Gott, Leute, das ist schon von 2015. Das ist schon wieder so lange her, dass wir ein gutes Batman-Spiel gekriegt haben. Ah, es wird Zeit, dass Arkham Knights rauskommt, aber das wurde ja leider auf 2022 verschoben. Leute, neben der Collector's Card war es das jetzt aber mit den Accessories und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie sich dieser Arkham Knight Batman bewegen kann, denn das ist wieder mal McFarlane Toys typisch doch recht gut umgesetzt. Es wäre ja auch geradezu schade, wenn sich ein dunkler Ritter namens Batman nicht gut bewegen könnte und da achtet McFarlane Toys auf jeden Fall immer sehr drauf. Gerade der Kopf, ihr seht das ja, ne, den könnt ihr natürlich jetzt erstmal nach links und rechts bewegen, aber auch gut nach unten bewegen und auch gut nach hinten bewegen. Hier sein ganzer Nackenpart, der ist aus einem eher flexibleren, dünneren Kunststoff gemacht, aus einem weicheren Kunststoff, fast schon gummiartig. Das finde ich persönlich aber gut. Dadurch können wir trotz alledem den Kopf wirklich sehr gut nach links und rechts bewegen. Ne, dann geht das halt nur so ein bisschen mit. Na, und ja, da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Seine Arme sind jetzt, wie gesagt, sehr interessant, weil wir haben hier diese Schulterschützer. Diese Schulterschützer gehen aber hier natürlich relativ gut mit nach oben. Ihr seht ja, die sind draufgeklebt und sind auch aus diesem eher dünneren, ja flexibleren Plastik gemacht. Das heißt, wir können die Arme so weit hochdrücken und ihr müsst natürlich ein bisschen mit diesen Schulterschützern spielen. Ihr müsst das Ganze hochheben und dann könnt ihr auch den Arm wirklich sehr weit nach oben bringen. Ne? Also jetzt sagen wir mal für irgendwelche Action mit dem Elektrogewehr oder mit dem Battering oder sowas, das geht. Er kann wirklich sehr gut nach oben gucken. Das war bei anderen McFarlane Toys Batman-Figuren nicht wirklich so der Fall. Allerdings achtet ein bisschen drauf, dass ihr das nicht zu sehr überstrapaziert, denn die Schulterklappen sind nur an diesem einen Punkt hier vorne befestigt. Also festgeklebt. Ne? Ansonsten, natürlich McFarlane Toys typisch, haben wir hier das Butterfly-Gelenk. Wirklich ein sehr großes, gutes Butterfly-Gelenk. Dadurch kriegen wir natürlich Batman seine Arme auch weit nach vorne. Ne? Also er kann direkt vor sich halten, vor sich zeigen. Das finde ich sehr gut. Wir haben eine Oberarmbeweglichkeit, sprich den Bicep-Swivel. Ne? Der funktioniert hier auch sehr gut. Wir haben doppelte Ellbogen, das ist gut. Die Hände auf den typischen McFarlane Toys-Gelenken. Ne? Also auch da, ihr könnt sie 360 Grad drehen und natürlich auch ein bisschen kippen. Warte mal so. Allerdings passt da so ein bisschen auf. Aber ich hatte bisher mit McFarlane Toys Figuren generell bei den Händen noch nie großartig Schwierigkeiten. Der Oberkörper ist jetzt so gesehen erstmal starr, aber ihr seht ja schon, dass hier beim Gürtel darunter, da ist so eine Beweglichkeit eingebaut. Da ist nämlich jetzt so ein kleines Kugelgelenk und dadurch können wir halt Batman gut nach hinten und nach vorne bewegen, also nicht zu sehr, aber eine Beweglichkeit ist auf jeden Fall da. Ich glaube noch nicht mal, dass das ein Kugelgelenk ist, weil, hört ihr das? Das rastet irgendwie ein. Na, würde mich doch mal interessieren, was für ein Gelenk da definitiv verbaut wurde. Wir können Batman natürlich aber auch hier in der Hüfte bewegen. Und auch da merke ich, wenn ich jetzt Batmans Hüfte bewege, dass es sich hier einrastet. Also irgendeine Art kleiner Ratchet-Joint auf Kugelgelenk oder sowas wird das hier auf jeden Fall sein. Aber ihr seht ja, ihr könnt ihn theoretisch 360 Grad drehen. Das ist alles doch mehr als gut gemacht. Der Split geht natürlich meiner Ansicht nach perfekt. Na, das ist besser geht's gar nicht. Das sind die typischen McFarlane Toys Gelenke hier unten. Na, also auch da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das ist sehr, sehr gut. Kleiner Wermutstropfen ist, dass wir natürlich jetzt hier keine Oberschenkelbeweglichkeit haben. Nur so eine minimale Beweglichkeit, die das Gelenk dann halt hergibt. Das ist natürlich nicht der Fall. Na, also da müsst ihr halt ein bisschen ja, vorsichtig sein. Doppelte Knie. Na, ihr seht sie ja schon. Die sind auch wirklich, boah, die sind sehr, sehr, sehr stiff auf jeden Fall. Aber sehr gut gemacht. Wartet mal, wieder zurück. Batman, das sieht alles sehr ungemütlich aus. Seine Füße, seine Stiefel sind natürlich separiert. Wir haben hier unten drin wieder so ein Kugelgelenk von McFarlane Toys. Dadurch können wir halt seine Füße nach oben bringen, nach hinten bringen. Aber natürlich auch für die Fans, der Ankle Pivot ist dabei, sprich die seitliche Fußbeweglichkeit und eine Zehenbeweglichkeit. Ne? Also wirklich sehr, sehr gut. Ich mag die Gelenke von McFarlane Toys. Ne? Und gerade hier an dem Arkham Knight Batman ist das Ganze gar nicht schlecht gemacht. Der Umhang hingegen, ne, den könnt ihr jetzt nicht bewegen. Der ist hier wirklich sehr, sehr gut drauf festgeklebt. Also hier komplett auf beiden Seiten festgeklebt. Ne? Ihr könnt ihn jetzt auch nicht irgendwie in Pose bringen. Der ist auch wirklich aus einem sehr, sehr dicken, weichen Gummi-Plastikmaterial gemacht. Ne? Aber ist cool gemacht. Wie gesagt, von der Optik her
ist der wirklich sehr, sehr nice gemacht. Das sieht sehr, sehr stark aus. Das kann McFarlane Toys. Optisch werden die immer besser. Das ist einfach sehr, sehr cool gemacht. Und das ist alles, was ich euch zu diesem Arkham Knight Batman zeigen kann. Definitiv eine weitere schöne Batman-Figur für meine persönliche Sammlung. Und hier auch nochmal Danke an Freddy. Na, also wirklich sehr, sehr genial. Freddy, hast du ihn dir eigentlich selber in die Sammlung geholt? Oder hast du dir noch was anderes zugelegt? Weil ich glaube ja auch, dass der gute Freddy eine Menge McFarlane Toys Figuren selber sammelt. Wie gefällt er euch? Könnt ihr mir natürlich gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und vor allem, das hat glaube ich noch keiner von euch bisher getan, hat irgendwer von euch sich auch schon mal eine Figur von McFarlane Toys geholt? Das alles natürlich gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne ein Däumchen nach oben, allein schon für Freddy, dass er uns diesen Batman hier zur Verfügung gestellt hat. Ne, mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, ich bin raus. Also, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.